Guten Tag, meine Damen und Herren. In diesem Video geht es um die Frage, ist die finite Differenzenmethode konservativ? Das wollen wir hier mal an einem Testfall überprüfen. Wir sind hier nach wie vor bei unserem eindimensionalen Strömungskanal. Es geht hier nach wie vor um dieses Programm Navier-Stokes 1D. Sie sehen jetzt hier links den Anfangszustand. Sie haben die Anfangsgeschwindigkeit hier links dargestellt. Dazu rechts der Druck. Die beiden zusammen definieren dann den Anfangszustand. Ich habe dieses Mal eine Gauss-Funktion verwendet. Die klingt ja sehr rasch ab. Gauss-Funktion ist jetzt ein bisschen skaliert worden, sodass die für unsere Anwendung hier gut passt. Das Maximum der Gauss-Funktion, das liegt bei x gleich 0,5. Und die Maximalgeschwindigkeit ist 1 Meter pro Sekunde. Das wird hier oben auch nochmal durch diese rote Linie angedeutet. Wie gesagt, diese Gauss-Kurve fällt nach außen hin sehr schnell ab. Und das sieht dann so aus, als ob das hier außen 0 wäre, aber gewisse Werte sind da auch vorhanden. Die Gauss-Kurve liegt jetzt genau in der Mitte von dem Kanal. Wir verwenden periodische Randbedingungen bei x gleich 0 und x gleich 1. Das heißt, es ist garantiert, dass links und rechts immer die gleichen Geschwindigkeitswerte auftreten, die gleichen Druckwerte und auch die gleichen Werte für die Dichte. Jetzt in dieser Situation wird es so sein, dass hier links so gut wie kein Impuls reinströmt. Die Geschwindigkeit ist praktisch null, genauso wie am Ausgang. Aber bei den periodischen Randbedingungen wird es so sein, wenn hier links ein Impuls reinfließt, dann muss der rechts genauso auch wieder rausfließen, aufgrund der periodischen Randbedingungen. Wie gesagt, Druck, Dichte, Geschwindigkeit, diese Größen sind periodisch. Damit dieser Impulsberg sich nach rechts bewegt, ohne dass noch so eine zurücklaufende Welle angeworfen wird, habe ich dann entsprechend hier über eine Gauss-Funktion auch den Druck präpariert. Auch symmetrisch um x gleich 0,5 herum. Der Druck ist jetzt hier an der Spitze ein bisschen größer als die 110 Pascal. Das geht dann hier bis zu dieser roten Linie und diese Höhe ist genauso austariert, dass sich möglichst jetzt hier nur eine Welle nach rechts bewegt. Das ist allerdings bei so einem einfachen Setup nicht so ganz am Ende der Fall. Man wird dann sehen, so eine kleine Störwelle läuft auch nach links, aber das ist auch nicht weiter schlimm. Hier geht es ja um die Frage, ob die finite Differenzenmethode konservativ ist. Wir haben ja hier zwei mengenartige Größen, für die es Erhaltungssätze gibt. Das wäre einerseits die Masse. Masse kann nicht einfach aus dem Nichts entstehen und die kann auch nicht einfach im Nichts verschwinden. Eine Masse in einem Gebiet kann nur sich dadurch ändern, dass über den Rand mehr Masse reinfließt wie rausfließt oder umgekehrt. Es fließt mehr raus wie rein. Nur durch den Fluss über die Oberfläche kann sich in einem Raumgebiet die Masse ändern. Weil wir aber hier periodische Randbedingungen haben, müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass die Masse in dem System konstant sein soll. Die Dichte hängt ja hier unmittelbar auch mit dem Druck zusammen. Wenn die Masse konstant bleiben soll, dann entspricht sozusagen die Masse in dem System der Fläche unter der Dichtekurve. Und wir haben jetzt hier den isothermen Fall. Druck und Dichte sind zueinander proportional und dann heißt das auch, dass die Fläche unter dieser Druckkurve konstant bleiben muss, wenn das Verfahren konservativ sein soll. Jo, so viel zu diesem Setup. Der Adiabatenexponent, der ist dieses Mal auf 1,0 gesetzt. Das heißt, wir rechnen isotherm. Das sind ja nur Modellrechnungen. Und wir schauen uns jetzt zuerst nochmal den Quellcode ein bisschen an. Ich will nochmal kurz erläutern, welche Gleichungen wir überhaupt lösen. Also die eindimensionale Navier-Stokes-Gleichung wird gelöst. Hier können Sie die nochmal sehen. Das ist die Gleichung Nummer 1. Das ist die eigentliche Navier-Stokes-Gleichung. Dichte mal partielle Zeitableitung vom Geschwindigkeitsfeld plus u mal dxu. Ne, dieser interessante Term, diese Nichtlinearität, die sorgt am Ende natürlich sehr stark für diese interessanten Phänomene, die es in der Strömungsmechanik gibt, Turbulenz und so weiter. Ja, und dann auf der rechten Seite die x-Ableitung vom Druck oder die negative x-Ableitung, dann die effektive Viskosität, hier mal mit Zeta bezeichnet, mal die zweite Ableitung vom Geschwindigkeitsfeld. Wenn es um Impulserhaltung geht in dem System, da möchte ich jetzt hier dann lieber keine Gravitation einbauen, weil das wäre ja eine Quelle. Der Impuls
würde dann aus dem Gravitationsfeld gezogen, sozusagen. Das will ich jetzt hier nicht haben. Entsprechend ist G auf 0 gesetzt. Dann haben wir hier noch so ein Modellparameter, hydraulischer Widerstand mal Geschwindigkeit, also eine geschwindigkeitsproportionale Reibung, um mal zu gucken, wie sich sowas auswirkt. Und da ist aber der hydraulische Widerstand hier auch auf 0 gesetzt, weil dann hätte ich jetzt hier eine Impulssenke. Das will ich alles gar nicht haben. Der Setup ist jetzt so gewählt, dass im Idealfall kein Impuls verschwinden sollte. Der Impuls sollte erhalten bleiben in dem System. Ja, dann haben wir hier noch die Conti-Gleichung, die Rho nach dt plus die Divergenz von Rho mal Geschwindigkeit ist 0. Aus der Divergenz wird hier die x-Ableitung von Rho mal x-Koordinate der Geschwindigkeit. Ja, dann haben wir unten noch unsere thermodynamische Zustandsgleichung. Gamma habe ich aber auf 1 gesetzt und damit ist P einfach P0 durch Rho 0 mal Rho. Das heißt, P ist direkt proportional zu Rho. Ja, wir können auch noch mal einen kleinen Blick auf unsere Modelleigenschaften werfen. Wir sind natürlich eindimensional, klar, habe ich ja mehrfach betont. Wir sind explizit instationär, wir haben also ein explizites Zeitschrittverfahren. Wir haben ein kompressibles Medium. Wir können hier wahlweise isotherm oder adiabat rechnen, je nachdem, wie wir das Gamma setzen. Wir nutzen die Finite-Differenzen-Methode. Wir nutzen einen gekoppelten Löser und der Strömungszustand ist hier als Laminar zu charakterisieren. Ja, okay, das wären unsere Modelleigenschaften. Jetzt schauen wir uns als nächstes einmal die Videos an. Wir lassen also jetzt unseren Impulsberg einmal loslaufen. Jetzt sieht man eigentlich hier sehr schön durch die Viskosität, durch die Impulsdiffusion läuft dieser Berg auseinander. Viskosität ist sozusagen ein Leitfähigkeitskoeffizient für Impulsstrom, für Impulsdiffusion. Und infolge dieser Diffusion läuft dieser Berg auseinander, aber das macht er eben unsymmetrisch. Man erkennt hier so diese Einflüsse der Burgers-Gleichung, dieser Term U mal dxU. Den kann man hier gut erkennen. Man sieht, dass sich so eine Front aufstellt nach vorne und hinten nach hinten raus fällt das dann eher flach ab. Lassen wir das Rück noch ein bisschen weiterlaufen. Es geht hier ja sozusagen in dieser Langzeitstudie sozusagen darum, bleibt Impuls und Masse erhalten. Hier sehen wir jetzt mal den Druck. Der hat dann also immer so eine ähnliche Form wie auch das Geschwindigkeitsfeld. Auch der läuft dann natürlich auseinander. Der Druckgradient ist ein Quellterm. Da, wo wir Druckgradienten haben, da wird unsere Flut beschleunigt. Und das kann man so interpretieren, als ob genau da, wo diese Beschleunigungen auftreten, als ob da jetzt wahlweise Impuls zugeführt wird. Dann würde das Flut schneller. Oder wir ziehen Impuls aus dem System ab. Das wäre eine Impulssenke. Ja, dann wird es an der Stelle langsamer. Ja, hier sieht man nochmal in einem Diagramm beide Größen zusammen. Man sieht auch, dass so eine kleine Mini-Störwelle da nach links läuft. Wenn die da gerade durch den Berg durchläuft, dann sieht man so ein Pulsieren. Das ist jetzt hier nicht weiter schlimm. Ist vielleicht ein bisschen unästhetisch. Um diese Störwelle loszuwerden, die nach links läuft, hätte man natürlich Folgendes machen können. Man lässt diese Welle einfach mal so ein bisschen ein paar Zeitschritte nach vorne laufen. Und schneidet dann sozusagen von der Lösung diesen interessanten Berg aus und lässt den dann in der Folge nur noch weiterlaufen. Ja, man sieht ja gut, wie also Druck und Geschwindigkeit hier quasi im Gleichklang nach rechts laufen. Es ist dann auch klar, dass es hier einen stationären Zustand gibt, wo U einfach konstant ist und P auch. Hier sehen wir jetzt die Divergenz. Wir sehen jetzt eine Verdichtungszone, das ist der Bereich, wo die Divergenz negativ ist, und eine Zone, in der eine Expansion erfolgt, das ist der Bereich, wo die Divergenz positiv ist. Und man sieht also sehr gut, dass das Verdichtungsgebiet nur einen schmalen Bereich ausmacht und in einem räumlich wesentlich größeren Bereich findet die Expansion statt. Rot hier in diesem Bild, das wäre der Anfangszustand.
Ja, dann sind wir schon mal einmal hier durch diese Videos durchgelaufen und schauen uns jetzt mal als nächstes an die interessanten Größen. Wie sieht es denn mit unserem Impuls aus? Wie sieht es etwa mit der kinetischen Energie aus? Bei der kinetischen Energie ist es so, wir haben ja die Reibung, das ist ein Diffusionsterm, unser Reibterm ist ein Diffusionsterm. Die Diffusion bezieht sich aber auf den Impuls, nicht auf die kinetische Energie. Wir dissipieren kinetische Energie. Die kinetische Energie nimmt ab infolge der Reibung. Das sagt hier links die blaue Kurve und das muss auch so sein. Das ist auch so in Ordnung. Das ist das, was wir erwarten. Wir rechnen jetzt nicht nochmal die parallel sozusagen oder simultan die Energiegleichung mit, dass diese Energie, diese Reibwärme, die geht über die sogenannte Dissipationsfunktion, geht die dann in die geht die dann in die Bilanz für die innere Energie über. Hier im rechten Diagramm ist jetzt dargestellt für das, was Sie da gerade gesehen haben, den Impuls als Funktion der Zeit. Wir haben hier eine Simulationsdauer von 2 Sekunden. Wenn wir keine Korrektur vornehmen und lassen das System so laufen, sozusagen, so wie der Code so straightforward runtergeschrieben wurde, dann kriegen wir den roten Verlauf, diese rote Kurve. Das wäre der Impuls, der gesamte Impuls in unserem System als Funktion der Zeit, ohne dass wir da irgendeine Geschwindigkeitskorrektur oder irgendeinen Thermostat einbauen. Und machen Sie sich da bitte nochmal Folgendes klar. Wir haben also keinen hydraulischen Widerstand. Die Dissipation, die Impulsverteilung, diese Impulsdiffusion, die verteilt den Impuls nur gleichmäßig schön um. Die ist aber an und für sich konservativ. Die Viskosität selbst, die sorgt nicht dafür, dass wir da Impuls verlieren. Es ist jetzt ferner so, am Eingang und am Ausgang haben wir jeweils den gleichen Druck. Wir haben also keine Druckdifferenz angelegt. Damit wirken von außen keinerlei resultierenden Kräfte auf das System. Außerdem ist die Geschwindigkeit am Eingang genauso groß wie immer wie am Ausgang. Das heißt auch, dass der Impulsstrom am Eingang genauso groß ist wie am Ausgang. Heißt, alles, was links reinkommt, geht rechts auch wieder raus. Und dann müssen wir das Abklingen dieser roten Kurve interpretieren als ein Problem unserer finiten Differenzenmethode. Tatsächlich ist ja die finite Differenzenmethode nicht konservativ, das ist bekannt. Und hier sehen wir das auch in unserem einfachen Navier-Stokes 1D-Programm. Und wir können jetzt eine Geschwindigkeitskorrektur vornehmen mit dem Ziel, dass in diesem System der Impuls konstant bleibt. Ich werde das auch gleich mal im Code zeigen, wie das da gemacht wurde. Ist relativ einfach. Schauen wir uns gleich auch nochmal die Masse an. Also dieser Abfall von dem Impuls ist jetzt nicht dramatisch in diesen 2 Sekunden. Sie könnten jetzt hier zum Beispiel ausrechnen, wie groß ist die relative Änderung. Das ist nicht so dramatisch. Das spielt sich ja, wie Sie hier sehen, da in der vierten Nachkommastelle ab. Also ist nicht so dramatisch. Aber immerhin, man könnte ja jetzt noch länger simulieren und wenn Sie nicht nur 2 Sekunden simulieren, sondern vielleicht 200 Sekunden oder zweiter oder eine Stunde, dann bekommen wir natürlich hier einen sehr deutlichen Impulsabfall. Der wird sich später natürlich irgendwo stabilisieren. Dann, wenn wir in die konstante Lösung hineinrelaxieren, dann verschwindet auch dieses Problem, dass wir hier ständig Impuls verlieren, weil wenn da in der Navier-Stokes-Gleichung quasi alles konstant ist, alle Ableitungen sind da null, da passiert dann auch nichts mehr, dann können wir auch keinen Impuls mehr verlieren. Trotzdem ist das natürlich unschön, wenn wir am Ende aus der Simulation rausgehen mit unserem stationären Zustand und da fehlt uns dann ein bisschen Impuls. Wo ist der denn dann hin, der Impuls? Das ist nicht gut. Ja, und Sie sehen hier oben diese blaue Kurve, die habe ich auch nochmal separat simuliert. Die habe ich nicht einfach da so reingezeichnet, sondern es ist tatsächlich das Endergebnis, nachdem eine Geschwindigkeitskorrektur angewählt wurde in dem Programm. Schauen wir uns auch nochmal die Masse in dem System an. Das ist ja auch eine mengenartige Größe, eine additive Mengengröße. Ohne eine geeignete Dichtekorrektur, ja, da fällt uns die Masse ab. Wir haben da zu Beginn hier irgend sowas so ungefähr 1,0105 Kilo in dem System. Wenn wir nichts machen, dann fällt uns hier die Masse ab. Das ist aber nicht schön.
Auch hier gibt es dann die Möglichkeit, eine Dichtekorrektur einzubauen. Das Endergebnis ist oben diese gerade Linie und man sieht, die funktioniert auch, diese Dichtekorrektur. Ich zeige gleich mal im Quellcode, wie das gemacht wurde. Im rechten Bild sehen Sie den Massenstrom durch die Westwand und durch die Ostwand. Hier sind Ströme in diesem Beispiel immer positiv gezählt, wenn sie von links nach rechts gehen. Okay. Und das heißt jetzt hier in dem Beispiel, weil wir ja periodische Randbedingungen haben, dass der Massenstrom am Eingang immer genauso groß ist wie am Ausgang. Blau wäre der Massenstrom am Eingang, durchgezogene blaue Linie, gestrichelte rote Linie, das wäre der Massenstrom am Ausgang. Und jetzt ist das hier in dem Bild so gemacht, ich habe extra eine gestrichelte Linie gewählt, damit die blaue Kurve so eine Chance hat, dahinter so ein bisschen hervorzugucken. Ich weiß jetzt nicht, ob man das nachher im Video, wenn es fertig ist, auch gut sehen kann. Jedenfalls liegen diese Kurven genau übereinander. Man würde ansonsten die blaue Kurve gar nicht sehen. Deshalb diese Strichelung. Ja, was man hier sieht, ist also diese Dichtekorrektur, die funktioniert sehr gut. Perfekt, haben wir hier eine super konstante Masse, wie es auch sein muss. Gehen wir mal in den Quellcode. Da springe ich jetzt mal nach unten in die Dichtekorrektur. Ich habe jetzt da zwei boolesche Variablen angelegt, ME für die Massenerhaltung und IE für die Impulserhaltung. Die können also dann nur wahr oder falsch sein, true oder false. Also im Grunde genommen verbirgt sich dahinter natürlich 0 oder 1. So, wenn jetzt hier die Massenerhaltung, wenn die eingeschaltet wurde vom User, dann wird hier diese Zeile 1057 durchgeführt. Dazu muss man vorher noch wissen, dass wir hier oben in der Zeile 1049 in jedem Zeitschritt durch eine Volumenintegration erstmal die Masse bestimmen. Wir integrieren die Dichte über unser Volumen. Das ist jetzt ein eindimensionales Gebiet, eine eindimensionale Integration. Und das liefert mir die aktuelle Masse, diese Variable groß M. Das ist die aktuelle Masse zu einem Zeitpunkt, die numerisch im System vorliegt. Wir befinden uns hier, wo der Cursor so blinkt, da befinden wir uns genau innerhalb der Zeitschleife. Bei jedem Zeitschritt laufen wir hier einmal durch. Jetzt rechne ich nicht nur die Masse einmal aus zu Testzwecken, ich rechne auch mal den Impuls aus. Das mache ich dann auch über so eine Routine. Da kommt dann innen drin auch genau diese Funktion Volumenintegration vor. Der kann ich genau ein Feld übergeben. Nur die Volumendichte vom Impuls, das wäre ja Rho mal U, das kann ich hier nicht übergeben, diese Volumenintegrationsfunktion. Also gibt es eine eigene Funktion Impuls berechnen. Da rechne ich in einem Hilfsfeld erstmal die Volumendichte vom Impuls aus und danach rufe ich dann diese Volumenintegrationsfunktion für dieses Hilfsfeld auf. Dann ist in der Variablen px ist dann der aktuell vorhandene Impuls abgespeichert, so wie er numerisch eben rauskommt. So, jetzt nehmen wir mal an, ich habe jetzt hier ME auf 1 gesetzt. Das heißt, ich will jetzt die Massenerhaltung erzwingen. Dann haben wir hier eine ganz einfache Vorschleife. Der Knotenzähler läuft von Imin bis Imax. Imin ist jetzt hier bei uns typischerweise 0 und Imax ist jetzt im Moment 1000. Was wird jetzt hier in dieser Vorschleife gemacht? Die Dichte im Knoten I. Die würde ich jetzt ganz gerne reparieren. Wie machen wir das denn? Ich schaue mir hier hinten an die aktuell vorhandene Masse M. Das ist das, was numerisch rauskommt. Davon ziehe ich ab die Masse, die da eigentlich drin sein müsste. Das ist M0, also die zum Zeitpunkt T0 vorhandene Masse. Diese Differenz, ja, das ist mein Massendefekt. Wenn M größer ist als M0, oh, da habe ich mir zu viel Masse eingeschleppt durch meine Zeitintegration. Und wenn m kleiner ist als m0, da ist uns irgendwie ein bisschen Masse verloren gegangen. Das ist auch schlecht. Diesen Massendefekt, dieses zu viel oder zu wenig an Masse, das teile ich durch das Volumen. Wir haben jetzt hier ein eindimensionales Volumen. Aber das können Sie natürlich dann so interpretieren. In Y-Richtung ist unser Gebiet einen Meter weit ausgedehnt und in Z-Richtung auch. Und dann können wir uns das hier natürlich sparen, dass wir noch durch die 1 dividieren. Hier steht also dann einfach nur x Ende minus x Anfang. Das ist die Länge von unserem Bereich. Das steht jetzt für das Volumen. Jo, Masse pro Volumen.
Ja, das ist dann im Prinzip die Dichte, um die hier irgendwas nicht stimmt. Und das ist sozusagen die Dichte, um die ich jetzt korrigieren kann. Die Grundidee ist, wenn ich zu viel Masse im System habe, dann ist m größer als m0 und dann ziehe ich genau diese Korrekturdichte von jedem Knoten ab. Wenn m kleiner wäre als m0, dann wäre diese Differenz negativ. Minus mal minus gibt plus. Das heißt, ich würde jetzt eine Konstante zur aktuellen Dichte dazu addieren. Und das Addieren einer solchen Konstanten ist noch nicht mal so schlimm, weil wir in der Navier-Stokes-Gleichung ja den Druckgradient stehen haben. Der Druck ist hier jetzt in diesem Beispiel proportional zur Dichte. Und wenn wir zur Dichte so eine kleine Korrektur Dichte dazu addieren oder davon subtrahieren, dann spielt das für die Dynamik keine Rolle, weil der Gradient einer Konstanten ja der Nullvektor ist. Ja, und dann hier Rho i minus gleich, das ist dann typischer C oder C++-Slang. Das heißt dann Rho i ist gleich Rho i minus das, was da hinten steht. Diese Anweisung heißt also, zieh vom aktuellen Rho i das da hinten ab. Ähnlich läuft dann die Geschwindigkeitskorrektur für die Impulserhaltung. Der Impuls, das ist ja grob gesprochen sowas wie Masse mal Geschwindigkeit. Und die Volumendichte davon, das wäre dann Rho, die Dichte mal Geschwindigkeit. Und nachdem ich oben ja schon an der Dichte manipuliert habe und habe die schon korrigiert, dann habe ich jetzt innerhalb vom Impuls, darf ich natürlich nicht mehr an der Dichte herumschrauben. Ich könnte ja den Impuls in dem System auch ändern, indem ich an der Dichte herumdrehe. Das sollte man jetzt hier nicht machen. Aber immerhin, ich habe immer noch die Chance, an der Geschwindigkeit etwas zu tun. Wir haben also jetzt hier wieder eine Schleife. I läuft von I min bis I max, falls der Schalter IE für Impulserhaltung eingeschaltet ist. Und dann schaue ich mir für jeden Knoten I an, wie groß ist denn die Differenz zwischen dem aktuellen Impuls Px und dem anfänglich vorhandenen Impuls im System Px 0. Ja, wenn da 0 rauskommt, ist alles super. Wenn Px größer ist als Px 0, dann haben wir hier eine positive Differenz. Das ist das, was zu viel ist an Impuls. Und diesen Impuls, den dividiere ich durch die aktuell vorhandene Masse. Und das liefert mir dann sozusagen einen Wert, um den ich die Geschwindigkeit jetzt korrigieren kann, damit am Ende der Impuls so ist, wie er sein soll, nämlich gleich Px0. Sie können es auch nochmal so sehen. Wenn diese Schleife hier durchgelaufen ist, dann ist es so, dass die Masse nach dieser Prozedur genau exakt gleich m0 ist. Das ist das, was die Zeile 1057 liefert, egal wie die Masse im Moment in dem System gerade aussieht, numerisch. Wenn diese Schleife durchgelaufen ist, danach ist die Gesamtmasse wieder genau gleich m0. Und genau so läuft das hier unten in der 1064. Auch wenn wir Abweichungen zwischen dem Impuls und dem Anfangszustand haben für den Impuls, wenn diese Schleife hier durchgelaufen ist, dann hat unser System genau wieder den gleichen Impuls wie zu Beginn. Das können Sie ja durchaus sich selbst mal überlegen, dass das stimmt. Ja, und der Erfolg gibt einem da recht. Sie haben ja anhand der Diagramme gesehen, das Ganze funktioniert auch. Sowas könnte man einen Thermostat nennen. Das ist ja oft so, wenn Sie zum Beispiel Molekulardynamik-Simulationen machen, nehmen da periodische Ränder, haben da x Millionen Teilchen, die Sie simulieren, mit Lennard-Jones-Potentialen, über die dann da wechselwirken. Und da wird es einem auch ganz schnell passieren, wenn man da nicht acht gibt, da nimmt uns auf einmal einfach die kinetische Energie zu in dem System. Das heißt, die Temperatur nimmt zu. Oder wenn es irgendwie anders programmiert ist, haben Pech, auf einmal nimmt da die kinetische Energie ab und man fragt sich, wo geht das denn hin? Das sind dann so numerische Artefakte. Und dann dann kann man einen sogenannten Thermostat einbauen. Thermostat heißt, ich halte eine bestimmte Größe auf einen festen Wert. Das könnte man hier also so interpretieren, als ob wir einen Thermostat einbauen für die Dichte und wir bauen einen Thermostat für den Impuls ein. Im Seminar zu CFD1, da programmieren wir ja dieses berühmte Lid-Driven Cavity, zweidimensional.
Und da haben wir ja auch schon dieses Problem gesehen, dass uns die Masse davon galoppiert, die Dichte galoppiert uns davon und da bauen wir dann auch so eine Dichtekorrektur für die Masse ein. Da können wir bei festen Wänden in diesem Lid-Driven Cavity aber natürlich nicht so eine Geschwindigkeitskorrektur machen, wie das hier der Fall ist. Da haben wir hier in diesem Navier-Stokes 1D mal Glück gehabt mit unseren periodischen Rändern in einem Lid-Driven Cavity mit festen Wänden, einer festen Westwand, einer festen Ostwand, einer festen Südwand und einer bewegten Nordwand, die wir nach rechts sehen. Da können wir so leider so eine Geschwindigkeitskorrektur nicht basteln, weil die Geschwindigkeit auf der Wand muss ja null sein. Da geht das dann nicht. Und ja, die Kritiker, ich sehe schon die Kritiker hinten in der letzten Reihe wieder hier beim Meckern, hier die Erfinder von CFD, als das vor 100 Jahren erfunden wurde, die meckern jetzt hier wieder und sagen, das ist ja hier mit dem Thermostat, das macht man ja nicht so, ist schon klar. Man sieht an der Stelle hier die Schwachpunkte der finiten Differenzenmethode und die Lösung ist klar. Man kann hier an der Stelle ganz toll die sogenannte finite Volumenmethode einsetzen. Man soll das tun, das ist eine super Methode und die garantiert konstruktionsbedingt uns, dass da eben von unseren additiven Mengengrößen, falls es für die da einen Erhaltungssatz gibt, dass dann da auch nichts verloren geht. Jo, prima, dann wären wir mit diesem Video schon wieder am Ende. Was man hier also lernen soll, ist, die finite Differenzenmethode, die ist nicht konservativ. Das heißt, Größen, die eigentlich erhalten bleiben sollen, die sind es numerisch eben nicht. Das ist ein Schwachpunkt unserer Methode. Aber diese finiten Differenzenmethode, die ist schon toll. Die kann sehr viel. Das ist eine super, super Methode. Man kann da sehr genau bestimmte Probleme behandeln. Also die hat auch viele, viele Vorteile. Sie ist sehr leicht zu verstehen. Sie ist sehr leicht zu implementieren. Die finite Volumenmethode ist da in der Implementierung schon etwas komplizierter. Und so ist das eben im Leben. Sachen haben Vor- und Nachteile. Und man kann hier ruhig in der CFD-Didaktik mit der finiten Differenzenmethode erstmal anfangen, um sich an diese Welt zu gewöhnen. Und wenn man dann nachher sagt, okay, jetzt will ich mal den besseren Code schreiben und will hier mal so ein paar Bugs reparieren, ja, dann steigen wir natürlich um auf die finite Volumenmethode wie die Profis. Das ist klar. Jo, dann sage ich an der Stelle danke für das Interesse und tschüss, bis zum nächsten Mal.